Hallo und herzlich willkommen zurück bei der MotoGP 2014. Und ja, wir sind mitten in der MotoGP-Saison, jetzt in Spanien, in Barcelona, großer Preis von Katalonia. Und ja, wir haben eine neue Nachricht vom Teamchef, von unserem Giovanni. Hallo Jonas, du schlägst dich wirklich gut, deine Ergebnisse liegen über den Erwartungen und die Moral. Bei NGM Forward Racing ist daher top. Was meinst du, sollen wir nach noch höherem Streben? Ich glaube, wir sollten beim nächsten Rennen versuchen, mindestens auf den 6. Platz zu kommen. Unser Ziel ist und bleibt die Spitze. Giovanni. So. Sehe ich genauso. Versuch mal. Denn jetzt geht's nach Barcelona. Zum Qualifying. Zum Qualifying. Und zum Rennen. Das ist die Strecke, auch Formel 1 Strecke, 4,7 Kilometer lang, 1991 erbaut, 5 Linkskurven, 8 Rechtskurven und jetzt gibt es das Qualifying 1 und Qualifying 2. Viel Spaß! Hallo aus Katalonien. Gleich wird das erste Qualifying gestartet, danach wissen wir dann, welche zwei Fahrer an der zweiten Qualifying Session teilnehmen dürfen. Genau. Und ich würde sagen, wir fahren gleich raus, wenn wir das hier umgestellt haben. Denn das ist fertig und jetzt müssen wir noch das hier fertig machen. Und dann geht auch schon raus. Auf die Strecke. Schnell das Qualifying hinter uns bringen. Und die Zeit läuft nicht hier, sondern ab hier. Zum Weiterkommen müsste es schon reichen. Ja, bis jetzt alles Bestzeiten, okay, ist ja auch noch keiner gefahren, aber trotzdem sind es Bestzeiten. Die gehen hoch bis Platz 1. Wow! Ja, 1:42.557 müsste eine Bestzeit sein, die hier keiner schlägt. So sieht's aus, 2,4 Sekunden schneller wie Dovizioso. Und das reicht. Für die neue Pünktchen gibt's Stufe 52 jetzt. Perfekt. Und dann geht weiter zu Qualifying Nummer 2.
Ich begrüße. Ach, das Qualifying. Nummer 2 am heutigen Tage. So, geht direkt auf die Strecke, weil da sind wir noch nicht weiter. Nein. Also, schauen wir mal, ob wir Marquez in Schach halten können. Ob wir die Führung heute übernehmen können. Das wäre dann Jubiläum. Zum ersten Mal würden wir eine Führung übernehmen. Jetzt zählt's, Zeit läuft. Pole, ja oder nein? Wir wissen es gleich in circa 2 Minuten. Ja, müsste eine Bestzeit sein. Es war eine 1,43, aber trotzdem deutlich besser wie die anderen Fahrer im Feld. Hoffe ich jetzt mal. Ja, eine Sekunde schneller wie Lorenzo. Beziehungsweise 0,7 Sekunden schneller wie Marquez. Und dann haben wir es auch schon mit dem Qualifying. Prado nur 6., Rossi 5. und ja, unser Teamkollege Alex Espargaro ist 7. Ja. Schöne neue Pünktchen gibt's, Stufe 53, wenn ich alt bin. Genau so ist es. Und ja, dann geht's ab zum Rennen. Los geht's. Ein Hallo an alle Motorradsportfans, die eingeschaltet haben. In wenigen Augenblicken startet hier auf dem Circuit de Catalunya vor den Toren Barcelonas das MotoGP-Rennen als 7. Event auf dem Saisonkalender. Jawohl. Jetzt geht's los. Und wir probieren immer noch die Bremsen auszubauen. Fehlt immer noch eins. Und dann, ja, fangen wir einfach an. Los geht's mit dem Rennen. In Barcelona. Nächster Sieg oder behält doch Marquez in mir? Da ist er, Marquez. Der will seine Führung ganz sicher nicht ergeben. Zieht gleich mal an uns vorbei.
Scheiße. Mann, 20. Und gleich nochmal, jawoll. Weil wir es doch so gern machen. Lorenzo schnellster, Marquez dritter. Wie 18. Wahnsinn langsam. Lorenzo jetzt vor Rossi. Hier auf Platz 13. Wow. Der Teamkollege da vorne auf der 10 ist er. Da ist Spargaro. Hier jetzt auf der 9, Marquez auf der 1. Alle überholt der Marquez. Wo sich der Marquez denkt, boah geil, er ist weg vom Fenster, kommt er wieder, ne? Wir kommen wieder. Da vorne ist er nämlich schon. Das Marquilein. Gerade am Bradl vorbei, der jetzt auf der 6 ist. Jetzt kommt schon Pedrosa und dann Rossi, Lorenzo, Marquez. Jetzt geht er wieder vorbei, der Pedrosa. Zum Glück nicht. Und wir hören weiter auf Rossi und Marquez und Lorenzo.
4 von 7 Runden schon gefahren. Also, und wir sind vorne dran, also da dürfte nichts fehlen. Da ist Marquez. Armer Rossi war erster, jetzt ist er vierter. Ja, weil man es ja auch immer mit Marquez machen muss. Runde 5 von 7 noch, also 3 Runden noch. Ja, ein Sieg ist drin. Wow. Wow, 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 wow. Wenn wir uns jetzt nochmal hinlegen, dann bin ich vorbei mit dem Sieg. Sag mal, was fahre ich jetzt zusammen? Sechste Runde von 7 und wir holen auf. Und da vorne sind sie. Letzte Runde. Letzte Runde in Barcelona. Nein! Wieso? Ich darf freudig verkünden, dass das jetzt einen Sieg gekostet hat.
Aber wieso genau wieder wir? Cool wäre es, wenn wenigstens Marquez nicht gewinnen würde. Im Moment ist er noch auf Platz 3. Sieg für Lorenzo. Puh. Marquez nur Zweiter. Und wir sind Vierter. Passt. Zugegeben, es passt. 8 Punkte sind es wieder auf Marquez. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ganz ruhig. Ja, Lorenzo hat auch aufgeholt. Jetzt sind es nur noch 20 Punkte auf uns, aber naja. Läuft eigentlich ganz gut. Ja, 3 Pünktchen. Dann sind wir an Honda vorbei. Ich weiß jetzt nicht, warum die Striche da sind, weil letztes Mal waren wir doch noch nicht vorbei. Naja, 3 Pünktchen, schaffen wir schon. Schöne Pünktchen gibt's. Fast ein Aufstieg auf Stufe 54. Naja, das war Barcelona. Großer Preis von Katalonien. Wir sind Väter. Passt. 44.000 neue Fans dazu, insgesamt jetzt fast 900.000, nicht schlecht. Ja, Lorenzo, der Matador, in vollen Angriffen gewinnt er das Rennen in Katalonien. Ihr Stand ist zwecklos, Marquez Zweiter und Rossi Dritter müssen sich den Tagessieger unterordnen. Ja, so ist es. Und wie sieht es in den anderen Ligen aus? Moto2 ist mal wieder Rabat erfolgreich gewesen. Hat jetzt schon 29 Punkte Vorsprung auf Kallio. Und Moto3 sind schon 43 Punkte auf Venati. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, das nächste Mal seht ihr dann Assen in den Niederlanden. Das gibt es das nächste Mal nicht verpassen. 4,5 Kilometer lang ist die Strecke und danach gibt es schon den Sachsenring in Deutschland. Haben wir bis jetzt alle 2 Rennen, die wo wir da gefahren haben am Sachsenring, alle gewonnen. Und ja, nicht verpassen. Assen, das nächste Mal. Schaltet wieder ein. Ciao.